Was machen wir, wenn der Tag beginnt? Wir gehen wieder nach Süden, oder? Lass mich mal schnell auf die Map gucken. Ja, einer guckt auf die Map, der andere steht Wache. In dem Fall stehe ich jetzt mal Wache. Beziehungsweise ich tanze Wache. Ja, ich denke, Süden hört sich ganz gut an. Gut, also Tag 18 oder Tag 19, der jetzt kommt, werden wir nach Süden wandern. Ich bin sehr gespannt. Es wäre auch toll, wenn man das Feuer wieder abbauen könnte. Ach, na ja. War das dein Magen, der da knurrt? Nö, ich bin satt. Bei 95, aber will es auch nicht übertreiben. Jetzt bin ich bei 107. So eine Reise ist ja schon nett, aber es bedarf eben tatsächlich auch an Ressourcen, ne? Ja, der Hunger ist ja ganz schön gefordert. So, Küste, links oder rechts? Links ist der Weg, da wird es wahrscheinlich auch weitergehen, hoffe ich mal. Ah ja, kluge Entscheidung, kluge Entscheidung. Ja, also das bedauere ich tatsächlich, dass man sich die Map nicht teilt, denn dann könnte man ja tatsächlich. Ach, wie nett. Was war das denn jetzt? Ich glaube, wir wollten beide abernten und du warst halt ein bisschen schneller. Ach so. Und dann kam die Mitteilung, jetzt müsste vieles. Wie nett. Oder ich habe aus den auf dich drauf geklickt. Das ist ja ärgerlich. Ah, ja. Oh. Pass auf die Spinne. Wir sollten vielleicht verschwinden. So, nehmen und laufen. Wobei die wiederum, glaube ich, kann man auch auf die Schweinemenschen schicken, ne? Dann helfen die Schweinemenschen einem sozusagen, Du Spinnen musst halt ein wegzumachen. bisschen Fleisch den Schweinemenschen geben, dann folgen sie dir sogar. Ja, aber ich glaube, irgendwas war da mit Vollmond, ne? Dann werden die auch irgendwie fies im Vollmond. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, Spinnen. Was haben wir hier? Das Ah, Rhinoceros, da ach du sieht's gut Heiliger. aus. Gehst du gleich drauf? Nein, ne? Du wartest Nee, noch, nee. wir müssen uns irgendwie einen Plan machen, oder? Weil die hüpfen nämlich recht schnell. Ich würde eh erstmal diese Springer nehmen. Ja, und ich würde vielleicht nochmal grob gucken, in welche Richtung man fliehen kann, notfalls. Nee, nur für den Weg nach oben. Okay. Die Frage ist, da hinten waren doch so Schweinemenschen, ob wir uns da ein, zwei zur Unterstützung holen. Warte mal, ich könnte dem ja so ein Monsterfleisch geben, oder? Eben, dass der Warte, uns ein was mache bisschen ich mal? hilft. Hier, komm. Oh ja, jetzt ist er. Und oben waren doch auch Er noch ist mal ja mein ein, zwei, Sinnoh. oder? Weiß ich gerade gar nicht so ganz genau. Aber er läuft schon mal nach, sehr schön. Also Monsterfleisch ist schon mal for the win, for the Schwein. Hier ist noch einer. Ah, hier. Ich habe jetzt nur keins mehr. Hat er das ganze Monsterfleisch gegessen? Unglaublich. Hast du noch Monsterfleisch? Ja, Moment. Weil das Richtige würde ich dem jetzt ungern geben wollen. Dann würde ich Gut, sagen, jetzt sind wir bevor zu es Nacht viert. wird, oder? Ja, jetzt sind wir zu viert. Und Und dann würde ich vielleicht auch von hier. links anfangen mit den hüpfenden Viechern. Ja, die hüpfen natürlich direkt. Auf geht's. Oh. Und immer schön auf die. Pass auf. Und wieder drauf. Ich bin fast tot. Ja, ich auch gleich. Deswegen zwischendurch immer was Schönes essen. Irgendwas, was heilt. Bären zum Beispiel. Da. Aufsammeln. Sehr schön. Sehr schön. Ich sammle das Holz auf.
Wollen wir vielleicht irgendwie irgendwo erstmal ein Lager machen, hier in der Nähe? Ja, Und wir uns ein brauchen ein bisschen bisschen Steine, obwohl wir können auch ein normales Feuer machen. regenerieren könnten wir uns ja auch erstmal, ne? Also, weil meine Gesundheit ist nämlich echt am Boden gerade. Mit 29, wow. Ich habe auch nichts mehr zum Essen dabei. Ich habe noch was. Brauchst du noch was? Ja, wäre nicht schlecht. Hunger habe ich keinen, aber mein Leben ist halt am Arsch. Am Essen. Arsch. Arsch, Leben ist am Arsch. Hier Bären machen auch Gesundheit hoch, allerdings nicht viel. Mal so sagen. Dieses Rhinoceros hat ja echt mal alles niedergewalzt, was da war, ne? Unglaublich. Du kannst das Rhinoceros auch irgendwie so locken, dass es durch seine eigenen Leute durchfetzt und dann ist es nämlich damit kaputt. Ja, das wäre natürlich auch sehr hilfreich. Wir haben jetzt zwei, ne, von den Dingern. Moment. Ja, genau, zwei Stück. Das ist gut. Wir haben in ungefähr einer halben Stunde eine Aufnahmepause. In dieser Pause werde ich mir mein Tablet holen und mir mal die Rezepte hier nebenan stellen, weil das ist doch ein bisschen hilfreicher, wenn man weiß, was sozusagen was ist. Was, ja, was wiederherstellt. So. Gutes Deutsch heute. Ich glaube, das Schwein wird gerade unglücklich. Wo ist die Sonne? Das Schwein wird hier das, was wir jetzt hier bei uns stehen haben. Ja, das hat wohl Angst im Dunkeln. Achso, hat es mir jetzt noch nicht gesagt, aber na gut. Wir haben auch Angst im Dunkeln. Monster Jerky ist so ein bisschen was wie Monster Leder, glaube ich, ne? Ja, also ich habe noch eine Marmelade über. Vier Karotten, fünf Beeren, einmal Popcorn. Das war's. Mehr habe ich nicht mehr. Gucken wir mal auf die Map. Oh, ist schon ein ganz schönes Stückchen, um jetzt nach Hause zu kommen, ne? Ja, ach, Aber Schwanz schläft. ach, wie süß. Das Schwein schläft. So sehen schlafende Schweine aus. Und das Gleiche müssen wir mit den Schnarchen Büffeln bisschen. hinkriegen. Dass die dann schlafen. Genau, also auch einfach ein Lager in der Nähe machen, die pennen dann nachts und dann einfach abrasieren. Aber das kann man ja machen, auch indem man zum Beispiel dann vielleicht einer trägt die Fackel und so, ne? Ja, oder so, genau. Die halten halt nicht so lang, deshalb ein bisschen doofe. Also ich habe eine Gesundheit von 33. Ich würde ehrlich gesagt ungern jetzt noch einen Angriff starten, weil ich das einfach nicht überleben würde. Ein Treffer, zwei Treffer und ich bin fertig. Ich hätte jetzt 86. Das Problem ist, ich habe nicht so genug zu essen dabei. Blumen regenerieren auch Leben, habe ich gerade festgestellt. Zwar Ja. nur eins, aber. Ja, wie Essen sozusagen. Okay, dann kann ich mir noch. Jetzt alle Blumen mir reinhaue, bin ich bei 39. Das ist schon nicht ungefährlich. Reichen uns denn zwei? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr ganz genau, was du herstellen wolltest mit zwei. Den Kühlschrank. Ah ja, den Kühlschrank. Dann gucken wir doch mal fix. Kühlschrank. Kühlschrank, Kühlschrank. Wo mag der sich wohl verstecken? Rainometer, Lightning Rod. Science Machine. Ich meine, im Winter wird es kalt genug sein. Ja, ich kann es dir so leider gar nicht sagen gerade. Find ihr nicht? Kann sein, dass er daneben so einer Maschine stehen muss, ne? Ja, kann sein. Ja, was machen wir? Wir brauchen einen Plan. Wollen wir es riskieren? Ich meine, wir sind im Endless-Modus. Das heißt, notfalls geht hier alles down und. Wir können ja versuchen, das Rhinoceros als Angriffding zu nehmen. Tja, das Kleine geht Einfach schon mal. los. Ja. Das Große kommt auch. Achtung! Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also, das ist eine Weile macht, hat man keine Holzprobleme mehr. Ja. Na komm, Rhinoceros. Hierher. Ich bin down. Ein Schlag okay. War's und das war's. Und ich bin ein Geist. Huahaha. Mr. Pierce was killed by Clockwork Knight. He became a spooky ghost. Ja, was muss ich jetzt machen? Oh, oh, oh. Ich denke mal, das Warten reichen sollte, oder? Tja, hier ist, gibt es oh, kein Countdown und nix. Siehst du mich überhaupt als Geist? Ja. Ich kann leider auch nicht helfen. Ich kann also jetzt nicht als Geist sozusagen hier das Ding platt machen. Also entweder wir laufen jetzt zum Friedhof. Vielleicht nimmst du da mal so ein paar Sachen von mir, zumindest die Essenssachen. Die müssen im Rucksack sein. Wenn du den Rucksack nimmst, ist eigentlich alles gut. Also dann wirst du deine halt hinfallen, da pass auf. Oh Gott. Ja, wie werden wir uns jetzt wiederbeleben? Das ist die große Frage. Na, ich kann deinen Rucksack gar nicht nehmen. Okay. Pass auf! Ach, oh, verdammt. Jetzt sind wir beide Geister. Witzig, du hast so witzige Augenbrauen. Ja, Windstiller was killed by Clockwork. So, und jetzt? Lass uns doch mal hoch zum Tor laufen. Oder fliegen, oder wie auch immer. Oh Mann. Okay, all unser Hab und Gut liegt da jetzt. Und ich bin sehr gespannt, wie wir uns wiederbeleben. Ob man sich auch als Geist über Wasser bewegen kann? Nein. Nee, natürlich nicht. Man kann zwar fliegen, aber nicht über Wasser. Also man braucht auch noch ein bisschen Erde unter sich. Festen Boden unter den Füßen sozusagen. Na, das war ärgerlich. Na, egal. Naja, werden wir sehen. Wir müssen uns ja erstmal schnell wiederbeleben. Wieder hin. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt funktionieren wird. Aber interessant auch, dass wir uns als Geister sozusagen auf der Straße auch nicht schneller bewegen übrigens. Heißt, wir können direkt straight ahead. Die Taktik war eigentlich ganz gut, sich da von dem dicken Rhinoceros helfen zu lassen. Ah, als Geist deckt man auch keine Map auf. Auch interessant. Kann man durch noch mal so? Durch? Geht auch nicht. Dieses Ding hatten wir doch auch gepflanzt irgendwo hin, ne? Irgendwo habe ich das oben. Nee, du hast es mal in ein Feld reingetan, weil wir wissen wollten, was bei rumkommt. Ah, ganz schön viele Büffel hier. Na, dann müssten wir Richtung Lager schon sein, ne? Ja. Ja. Ob man einfach in das Portal wieder reinfliegt. Ich dachte einfach, man stirbt und dann hat man eine Respawn-Zeit und keine Ahnung, dann kommt man oben automatisch wieder raus. Das hätte ich erwartet. Ich auch irgendwie. Ansonsten war das Season 2. Wir sind sehr gespannt. Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe auch nicht. Das wäre sehr schade, weil wir echt weit gekommen sind und uns diesmal richtig schon viel erkundet haben und schon viel aufgebaut haben. Dann muss ja einen Grund geben, dass das Ding Endless Mode heißt. Ja. Hast du dieses Schild aufgestellt? Windstiller was resurrected by jury-rigged portal. Okay, du bist einfach reingeflogen. Ich habe auf das Portal geklickt, auf diesen Stein rechts. Auf diese, wo das Portal erstellt wird. Und kabam, da bin ich wieder. Ta-ta-ta-ta. Wundervoll. Ja, das erste, was ich natürlich mache, ist erstmal was um meine Gesundheit. Oh, Endless? Fragezeichen. Hast du auch diesen schwarzen Balken oben rechts in deinem Herzen? Ja. Das sieht nicht gut aus, oder? Die Frage ist, wenn man sich wiederbelebt, ob da vielleicht jetzt mal ein bisschen Lebensenergie weggeht. Das wäre natürlich schlecht. Das heißt, so Endless ist der Endless-Mode dann gar nicht? Fragezeichen. Wäre auf jeden Fall mal nochmal einmal durchlesen. Sehr interessant. Ja, also die Aufnahmepause gerade wird, später wird dann richtig gut genutzt. Wir werden mal uns angucken, was Endless-Mode eigentlich genau bedeutet. Guckst, hast du das eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch durchgelesen?
Auf Englisch. Okay. So, ich würde sagen, die Nacht bleiben wir noch hier und sobald der Tag angebrochen ist, würden wir dann unten unsere Sachen wiederholen, oder? Ja, definitiv. Und dann können wir ja erstmal wieder zurückgehen und uns einen weiteren Plan ausarbeiten. Ja, das klingt super. In der Zwischenzeit gucke ich mir mal die ganzen Kistchen an, was wir da noch drin haben. Was man noch gebrauchen könnte. Den Razor. Ich habe kein Holz. Du hast Holz, alles klar. Wunderbar. Ach, guck mal, in der Kiste sind ganz viele Samen noch. Das ist ja interessant. Na gut, die werde ich gleich noch pflanzen, wenn der Tag anbricht, damit wir, wenn wir zurückkommen, wieder was zu essen haben. Aber das scheint ja ganz gut zu klappen, so, ne? Mit dem Wiederbeleben. Ja. Außer halt, dass man da tatsächlich, wahrscheinlich ist die Obergrenze der Gesundheit dann reduziert. Der ist natürlich nicht so schön, ne? Müssen wir mal schauen, ob man das wiederherstellen kann, irgendwie. Ja, man sieht, ich bin sehr ängstlich. Woran sieht man das? Jetzt guckt er halt so. Ja. Deine Augenbrauen waren gerade echt der Hammer. Als Geist voll die Augenbrauen gekriegt. Ich habe übrigens, aber das ist jetzt kein Spoiler, sondern sozusagen ein Nachtrag, dich schon gegoogelt, also deinen Charakter gegoogelt und tatsächlich ein Bildchen gefunden. Ja, und dieses Bildchen, hoppala, als Intro genommen. Ich meine, gut, das hier ist jetzt Folge 8, glaube ich, schon, der zweiten Season. Von daher werden die Zuschauer das schon gesehen haben. In der ersten Season war es ja der Wolfgang. Jetzt in der zweiten Season pflanzt noch eben die Dinger hier an. In der zweiten Season bist du nochmal wer? Vic oder so ähnlich? Kann das sein? Vic, ja genau, Vic. Ja. Genau, und entsprechend hast du ein extra Vorschaubildchen bekommen. Ui. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das gefunden habe, aber dann hatte ich es dann und dann ja, war es auch soweit ganz gut. So ein paar Pflanzen zwischendurch wären echt super. Du meinst Blümchen. Ja, weil mein Hirn ist echt. Also was man machen kann, ist Beeren essen. Beeren, auch gekochte Beeren, bringen ein. Genauso wie Blümchen. Beeren haben wir ja relativ viele, zum Glück. Ansonsten glaube ich, dass du vielleicht was Größeres essen müsstest. Ich probiere meinen Ratatouille. Warte mal, ich gucke mir mal kurz an. 50, 64. Ein Ratatouille bringt 3 und 89. Das ist ja gar nicht so wenig. Und auf dem Hochweg definitiv Hasenfallen einsammeln. Ja, müssen wir mal gucken, weil ich bin ja relativ beladen, ne? Ja, guck mal, was noch da ist. Ich hoffe, das Ding hat keine Despawn-Zeit. Ja, ich denke zumindest, das Essen wird verdorrt sein. Ich finde, die Farben sind nicht so schön gerade. Irgendwie. Ja, so ein bisschen grau, ne? Ja. Ob das was mit dem Tod zu tun haben kann? Und, oh ja, ich sehe gerade auch, ich sehe komische Geister. Na, ich denke einfach, dass unser Geisteszustand gerade zu schlecht ist. Ach, wir müssen ja nach rechts, was mache ich dann? Ja. Und dann aufsammeln und, Beine in die Hand, oder? Ja. Und dann erst nochmal zu Hause gucken, was wir jetzt genau brauchen auch. Ne? Ich habe nichts, ne? Keine Schaufel, kein Werkzeug, nix. Und ich habe ein ziemlich gequetschtes Gehirn. Naja, gut. Und ich hatte so Spinnenkrempel auch eingesammelt. Das war auch nicht so schlecht. Wir sind, glaube ich, im Süden gestorben. Ziemlich nah dran. Das wird auch ein Spaß werden jetzt. Wir sammeln einfach jeder auf, was geht. Okay, ich habe jetzt schon ungefähr zweimal... Du hast mal... Pass auf, oder? Oh. Junge. Kennt, hier, Gedöns. Weg.